Hallo ihr Leseratten. Ja, das nächste Video für heute. Und in dieser möchte ich euch meinen Kindern Jugendbücher vorstellen. Die meisten habe ich nicht mehr. Ich hatte zigtausende von Pferdebüchern gehabt. Die hat alle die Arbeitsfliegen von meinem Vater mir abgekauft für, ich glaube, 20 Mark, 20 Euro. Ich weiß gar nicht, was es schon war. Jedenfalls haben die alle ein neues Zuhause bekommen für ihre Zwillingstöchter. Ja, und unter anderem halt noch ganz viele andere. Ich hatte zum Beispiel ein Buch gehabt, das müsst ihr nicht sogar noch irgendwo haben, ich weiß noch nicht wo. Zum ersten Schultag oder zum ersten Schuljahr, wo man auch noch was reinschreiben konnte und ein bisschen was lernen konnte. Das war auch total genial. Dazu noch ein Fabelbuch. Ja, aber einige Bücher habe ich noch. Und die werde ich auch nicht hergeben. Okay. Mein Lieblingsbuch zeige ich uns zum Schluss, oder? Gut, fangen wir an. Ich fange mit dem Lehrreichen an. Das sieht schon sehr ramponiert aus. Aber es ist mein Kinderlexikon. Ich habe noch ein Jugendlexikon, aber das möchte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ein Lexikon reicht. Und zwar ist es wunderschön. Ich hätte auch mal einen Kinderduden gehabt. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Habe ich den auch schon mitgegeben. Bildern und allem drum und dran, was man so braucht. Und hoffentlich, warum ist denn da noch Zettel drin? Okay. Also auf jeden Fall ein wunderbares Buch, wo man viel lernen kann. Das ich auch sehr oft benutzt habe. Ja. Geht's weiter mit meinem Lieblingsmärchenbuch. Ich hätte noch eins von den Gebrüder Grimm, so ein weißes, etwas größer als das hier. Aber das fand ich irgendwie nie so gut wie dieses. Es hat auch schöne Illustrationen drin. Haha, die weiß und rosenrot. Ja. Frau Holle. Däumelinchen. Oh Gott, was war das denn jetzt? Die drei Bären? Nein. Ah, Rotkäppchen. Mensch. Fernding. Das ist Aschenbrödel, oder? Ja, Aschenbrödel. Oder Aschenputtel, ich weiß gar nicht. Das heißt ja immer Aschenbrödel, immer Aschenputtel. Ja, ist Aschenbrödel, genau. Haha, da wolfen die sieben Geißlein. Brüderchen und Schwesterchen. Ja. Bestimmt noch ein paar. Der blaue Vogel. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ich wollte gerade sagen, der blaue Vogel war auch mit bei. Und da kann man sehen, wie kreativ ich vorher war. Naja, das Ausmal ist nicht ganz so schick geworden, oder? Ist ein bisschen streifig. Was man nicht so alles in Büchern findet, wenn man sie lange nicht mehr in der Hand gehabt hat. Ja, mein Lieblingsmärchenbuch. Dann, ob ich in der Reihenfolge bleibe? Ich habe in der Reihenfolge. So, dann haben wir hier mein absolutes Lieblingskinderbuch. Mit dem, das habe ich wahrscheinlich ewig oft durchgelesen. Und dieses Buch, ist auch ausschlaggebend dafür gewesen, was mein Berufswunsch gewesen ist. Das zeige ich jetzt mal. Ja, ich wollte mal ein bisschen Bibliothek spielen. Habe ich so Klasse, Datum und sowas alles. Die Affe spielen übrigens auch eine Rolle in dem Buch. Und so. Dann, die erste Geschichte endet etwas eklig oder ist mittendrin etwas eklig. Reise nach Schlaraffenland. Oder wie hieß die Geschichte? Ich weiß gar nicht, wie die Geschichte hieß. Kasperl Bumm. Genau. Das ist Kasperl Bumm. Der reist dann mit anderen halt durch die Gegend. Ja, und jetzt wird's eklig. Moment. Dann reisen wir halt nach Schlaraffenland. Da. Und er isst so viel, dass er hinterher platzt. Und ich fand das immer so widerlich. Dann wurde er wieder zusammengeflickt und dann Pit und Pat, das sind die beiden Schimpansen, die halt viel Unfug machen, wie man sehen kann. Ja, ekelhaft. Ja. So. Hoppala. Was haben wir hier? Dann haben wir noch eine Ostergeschichte, die Eierdiebe. Und dann kommen die fröhliche Tage. Diese Geschichte ist meine absolute Lieblingsgeschichte in diesem Buch. Die habe ich, oh, ich weiß nicht, wie oft ich gelesen. Ich habe ja selten Bücher mehrmals gelesen, aber diese Geschichte immer wieder, immer wieder. Und das ganze Buch ist so in Reimen gehalten. Und irgendwann konnte man die Reime auch auswendig. Weil es ist halt immer nur, wie ihr seht, so ein bisschen Text pro Seite und das war es dann auch schon. Und es ist so genial und halt immer wieder was anderes und dann Wäsche waschen und so und ja, hier wollte ich auch mal so schön kochen für meine Stofftiere. Habe ich auch früher immer gemacht. Ich meine Stofftiere um so einen, ich hätte so einen kleinen Kindertisch gehabt, die immer da rumgesetzt und dann, oh, wir essen jetzt mal alle gemeinsam. Und so ein Kegelspiel hatte ich auch gehabt früher mit so Plastikdingern.
Ja, und das Bild hier, das ist ausschlaggebend dafür gewesen, was ich früher machen wollte. Oder was ich später machen wollte für mich. Und dann habe ich ja auch eine Post gehabt, so eine kleine Kinderpost. Und habe dann Briefe geschrieben und die anderen weitergegeben. Habe dann so eine Umhängetasche gehabt, so eine schwarze. Und bin dann damit durch die Gegend gelaufen und habe Briefe verschickt. Also verschickt, das heißt ausgetragen und so. Und genial, echt genial. Genauso lustige Leute, das habe ich eigentlich mal in einem Rutsch gelesen. Das war immer genau das Gleiche und ja, war immer total schön und sehr oft gelesen. Auch wenn ich früher nicht mal wusste, was Zwetschgen sind. Ich kannte das nur unter Pflaumen und ich dachte, Zwetschgen. Ich so, hä, Zwetschgen, was wollen die denn verquetschen? Ja, das war immer toll. Das war's. Das war mein Lieblingskinderbuch. Und dann gab's mal, jeder kennt Diddle. Aber kennt auch jeder das Endlosmärchen? Sieht man das gerade? Das ist irgendwie jetzt. Ja, da gab es mal einen Aufruf. Die alle konnten mitmachen. Das heißt, Thomas Goletz, der Zeichner von Diddle, der Erfinder von Diddle, Diddles Papa, wie auch immer man ihn nennen möchte, hat einen Anfang geschrieben und jeder durfte mitmachen, die Geschichte weiterzuschreiben. Und es ging lange, sehr lange. Und als die Geschichte endlich fertig war, gab es einen neuen Aufruf. Und zwar wurden dann die Bilder zu der Geschichte gemacht. Das erste Bild dann natürlich auch wieder, also das Titelbild ist natürlich auch wieder von Thomas Goletz gezeichnet worden. Aber dann ging es los. Dann gibt es erstmal eine Entstehungsgeschichte zu dem Buch. Das Buch inzwischen entstand. Ja, man sieht es hier, selbst gemalt von anderen. Hier beginnt die Geschichte. Und dann gibt es immer zu jeder Seite gibt's immer ein Bild. Und es ist richtig schön gemacht und mal was anderes halt, wo alle mitmachen konnten. Und das war schon gut, das mitzuverfolgen. Ich habe auch mitgemacht, aber naja, wie das immer so ist, halt nicht gewonnen. Weder beim Schreiben noch beim Zeichnen. Gut, zeichnen konnte ich eh nicht wirklich. Es ging halt, aber wenn man das ja so sieht, denke ich mir so, okay, andere sind besser. Obwohl es auch einige Zeichnungen gibt in diesem Buch, wo ich denke so, ist okay. Aber alles in allem ist es wirklich ein cooles Buch geworden und jeder, weiß ich nicht, viele haben halt mitgemacht. Zum Beispiel sowas hier, ich weiß nicht, ob das wieder auch von jemandem gemalt wurde oder nicht. Ich glaube, es steht alles hinten. Ach, was ist denn das? Da war, glaube ich, noch eine Karte zu dem Buch drin. Es gibt so eine Sammelkarten. Ja, hier ist ja nochmal, von wem welcher Text ist, von wem welche Illustration ist. Ja. Okay. Ha, sieht man mal, diese 76, die ich gerade aufgeschlagen hatte, war eben nicht von irgendjemandem gemalt, sondern von Thomas Goletz. Ah ja. Okay, gut, Telefon. Und Jugendbücher hatte ich auch ganz viele gehabt. Stellvertretend habe ich jetzt hier aus dieser Serie, die ihr nur so kennt, Handyliebe, das war das erste aus dieser Serie. Aber ich hätte natürlich dann noch mehr von solchen Love Stories, Bücher für Teenies. Das ist halt die größte Serie, von denen ich immer noch ein paar lese, weil die einfach mal genial sind irgendwie. Ich hatte zum Beispiel die ganze 60s-Reihe. 60s? Nein, 16. 60er, na klar. 16-Reihe. Und dieses Heartbreaker und wie sie alle heißen. Ja, dann hatte ich eine TKG. Und halt noch ein paar viele andere. Dolly. Ja, okay. Das war's halt soweit. Alles klar. Bye, bye.